Papa, warum lügst du mich an? Von wegen, die Aktien sind nichts wert. In deinen Heften wird ideal gefeiert. Irgendwo habe ich was vom Outperformer des Monats gelesen. Und der Wert, der ist innerhalb von wenigen Tagen nach oben geschossen. Wenn wir die verkaufen würden, dann hätten wir sicher verdammt viel Geld. Was weißt du denn schon? Und selbst wenn, würde ich keinen Cent von ihm nehmen. Was sollten wir denn mit dem Geld schon machen? Ist es dein Ernst? Schau dich doch mal hier um. Es gibt tausend Möglichkeiten, endlich mal was aus unserem Leben zu machen. Was aus unserem Leben zu machen? Was glaubst du denn eigentlich, warum wir hier unten sind? Die anderen. Immer sind's die anderen. Und ihr tragt überhaupt keine Schuld? Was machst du da? Könnt ihr mich denn gar nicht verstehen? Ich will nicht mein ganzes Leben für euch hier unten liegen lassen. Ich habe eine Wohnung gefunden. Nicht besonders groß, aber... Du weißt genau, dass wir hier nicht weg können. Nein, ich weiß, dass du das nicht willst. Jetzt schaut sie euch doch wenigstens mal an. Die restlichen Sachen können wir dann immer noch später holen. Wenn ich Susan doch nur fragen könnte, was sie bei ihrem ersten Date anziehen würde. Jessie ist verliebt. Gar nicht. Oh mein Gott, wow. Komm jetzt, ich muss los. Geh schon mal vor, ich komm gleich nach, okay? Nein! Kannst du mich jetzt loslassen, Mann? Aber ich will dir helfen. Hab ich dich darum gebeten? Lass mich los, Mann! Ich komme alleine klar! Lass mich! Komm her. Come back out again. Gave my best.